Herzlich willkommen zum lang ersehnten nächsten Teil von meinem GTA Vice City Let's Play. Mein Name ist German Mafia. Ich weiß, ich habe 4 Monate auf mich warten lassen, aber ihr müsst bedenken, ich habe Anfang März hier Sachen packen müssen. Ich hatte dafür einfach keine Zeit und ich habe jetzt auch wieder Lust, an diesem Let's Play weiterzuarbeiten. Ja, ich habe sowieso gerade nichts mehr so zu tun. Heute ist Sonntag. Alles chillig. Es sei denn natürlich, mein Pieper geht gleich an und dann muss ich natürlich wieder los, aber so ein Pech sind mir die Batterien ausgegangen. Nein, das war natürlich ein Spaß. So. Bei der letzten Mission haben wir ein Hochhaus in die Luft gejagt. Und wir machen auch sozusagen da jetzt weiter. Aber nur sozusagen. Indem wir jetzt zum Colonel fahren und die nächste Mission machen. Weg. Mann, mit einer Familienkutsche durch die Gegend zu fahren, ist ziemlich low. Okay, so, und Kugelhagel im Einkaufszentrum. Wie ihr sehen könnt, ich habe das mit den Frames eingekriegt. Tommy, come and join me. Volle Frames, volle Details. Cool, this oder? Looks delicious, eh? Cap your snout. No, thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Okay. Triff dich mit dem Kurier im Einkaufszentrum. So, vorher gehen wir ein bisschen einkaufen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ups. Meine Güte, hat man euch nicht beigebracht, nicht auf der Straße zu laufen? Der Bürgersteig zählt für mich auch zur Straße, also. Gehen wir erstmal einkaufen. So, was können wir denn kaufen? Ja. Davon und eine Schutzweste. Kann ja nicht schaden. So. Davon, so, das reicht. Ich bin ein bisschen asozial heute. Ich brauche noch Munition. Dankeschön. Guckt, ein Magazin gibt es immer zum Kauf umsonst. Wenn auch wenn die Scheine ein bisschen blutverschmiert sind, Geld ist Geld. So. Oh, ein scheiß Franzose, nein. What? Ah, come on. Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Freeze, imperialist American pig. That is proper shooting. Bleib gefällig stehen, du scheiß Franzacke. So. Ja, Franzosen dreh ich zum Spaß um. Es ist so, es macht einfach Spaß. Oh, schaut mal, der grün-weiße Partybus ist hier. Den gibt's auch in White City. Den gab's schon in den 80ern, könnt ihr es glauben. So, und Mission accomplished. Mission erfüllt, $500 und wir gehen in die nächste Mission rein. Die Schutzengel. Thomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Natürlich klingelt jetzt mein Handy. Diaz, apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. I know, Victor. Entschuldigung. Freundin halt.
wollte unbedingt wissen, was ich heute noch mache. Ich habe sie gesagt, das hat sie aber anscheinend wenig interessiert. Sie kommt jetzt gleich. So lange kann ich noch Let's Plays machen. Frauen, ey, ohne Scheiß. Aber okay, so sind die Engländer halt. So bin ich auch. Mich interessiert es nicht, was meine Freunde machen. Ich komme trotzdem. So. Jetzt habe ich die Musik abgeschaltet. Was ein Scheiß. Oh, ein Krugergewehr. Yippie. Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Okay. Wow. Damit sind wir gut gerüstet. Auf geht's. Lance. Diese blöden Meldungen, ohne Scheiß. Beim ersten Mal spielen haben die mich schon genervt. Ich meine, ich spiele zum ersten Mal GTA. Drück die R1-Taste. Hallo, wir spielen auf dem Computer, nicht auf einer Playstation. So. Must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Okay, gut. Die Kubaner kommen. Überwache den Deal. Pass auf Diaz und Lance auf. Warum muss ich auf Lance aufpassen? Mein Güte, der Junge, der Bub ist groß genug. So, ich stelle mich jetzt hier hin. Und pass mal auf. Hey! Shit! Don't worry, I got you covered. These Haitians think they can pick on Ricardo Diaz? Also bisher bin ich nicht sehr beeindruckt. Ich bin überhaupt nicht beeindruckt, dafür gibt's Geld. Hehe. My money. Don't just stand there, you pricks. Chase that Haitian dickhead down. Okay. Komm, stirb! Oh, fucking hell! Ha! Treffer versenkt! Bin ich nicht gut. Alles reine Online-Übung. Alles online, alles nur vom Online-Spielen gelernt. So. Nach der Mission beende ich auch den Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Shit, where's that guy, Lance? So, und ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder.